Schön, dass ich hier sein darf und den Elfenbeinturm verlassen. Ich arbeite tatsächlich sehr theoretisch und dann auch noch historisch, vor allem zu Theorien, also Eigentums- und Herrschaftstheorien aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das ist sehr weit weg. Trotzdem hoffe ich, dass ich hier was beitragen kann, was vielleicht ein bisschen von Interesse ist. Ich glaube, viel davon ist vielleicht auch gar nicht so neu. Und warum ist dieser Zeitraum aus meiner Sicht so spannend? Oder hoffentlich nicht nur aus meiner Sicht. Der ist vor allem deshalb, denke ich, so spannend, weil hier tatsächlich die Grundlagen des Eigentumsverständnisses der Moderne gelegt werden, was sehr, sehr viel mit bestimmten historischen Entwicklungen zu tun hat, die dann eben in die Theorie übernommen werden. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier verstehe, wie das geht. Auf den roten. Muss ich es irgendwo hinrichten? Die Technik. Ah, alles klar. Wunderbar. Genau, vielen Dank. Genau, erstmal vielleicht, also ich beschäftige mich mit Eigentumstheorien in der Philosophie. Das sind in dieser Zeit, geht es da nicht nur um Eigentum, sondern vor allem um Herrschaft. Und die Frage, die ich hier vielleicht zunächst erstmal aufwerfen will, ist, warum das Bodeneigentum für diese Theorien so zentral ist und so wichtig. Wir sehen im 17. Jahrhundert eine ganze Reihe von extrem wirkmächtigen Veränderungen. Die erste, die ich da nennen würde, ist, dass es in den Wissenschaften und in dem ganzen Zugang zu natürlichen Ressourcen eine extreme Wandlung, Veränderung gibt. Die vollzieht sich natürlich langsam in der Rückschau, können wir aber sagen, ist das einfach tatsächlich eine Revolution, die in den Wissenschaften angestoßen wird, wo man hier weggeht von aus dieser Sicht dann mythologischen Vorstellungen von zyklischen Abläufen und so weiter hin zu einem Denken, was vor allem, also was hier die modernen Naturwissenschaften begründet, Francis Bacon ist da der größte Name, der eben in Großbritannien schreibt, und wo hier mit der Vorstellung, wir können alles über Experimente und indem wir uns die kleinsten Teile, also uns reinbohren, nicht mehr in den Kosmologien leben, sondern eben uns alles ganz genau anschauen, wo damit auch ein ganz neues Bewusstsein von Zeitlichkeit entsteht. Eben nicht mehr der Zyklus, sondern Entwicklung und Wachstum. Weil eben hier tatsächlich aber auch, muss man eben sagen, es ist nicht nur in den Wissenschaften, sondern es ist wahrzunehmen, es gibt Veränderungen. In Großbritannien fängt so langsam die Agrarrevolution an. Also Flächen werden tatsächlich auch anders bewirtschaftet, die Erträge werden tatsächlich gesteigert und das wird dann aber eben auch im Bewusstsein oder im Draufgucken, was machen wir eigentlich mit Boden, aufgenommen. Ein großer anderer wichtiger Punkt ist die Kolonialisierung. Es gibt schon ganz lange, also seit dem mindestens 15. Jahrhundert, gibt es Handel mit Übersee. Aber hier werden jetzt eben zum ersten Mal dann relevant große Flächen in anderen Ländern angeeignet von den Europäern. Diese Flächen, man weiß, die sind bewohnt. Die Europäer gehen aber davon aus, dass die nicht so richtig bewirtschaftet werden, weil da kein Ackerbau betrieben wird, jedenfalls nicht in größeren Dimensionen. Und hier gibt es jetzt zwei Punkte, die wichtig sind für das Verständnis von Eigentum. Das eine ist, die wachsenden Imperien haben tatsächlich einen Streit um Boden. Also hier geht es ganz wesentlich um Aneignung von Flächen. Darum wird gestritten. Und das andere ist, da werden ziemlich große Gewinne erwirtschaftet und die werden jetzt von den Königshäusern besteuert. Und die Händler wollen nicht, dass das besteuert wird. Und das ist auch, fließt auch ganz wichtig in die Eigentumstheorie rein. Und jetzt habe ich schon von den Händlern gesprochen. Was sich tatsächlich eben auch sehr stark ändert, ist, der Handel wird viel, viel stärker und in viel größeren Dimensionen. Und was hier auch entsteht, das ist so Ende des 17. Jahrhunderts, Banken, die gab es vorher so noch nicht, also die gibt es in Italien im 14., aber dann erst wieder relevant im Ende des 17. Jahrhunderts. Mit den Banken wird dann sowas wie Investitionskapital möglich.
Das gab es vorher so tatsächlich noch nicht. Und mit dem Investitionskapital wird es eben auch sehr wichtig, dass Land verkäuflich ist, also dass ich investieren kann und dass ich das aber eben auch dann kann, wenn ich Händler bin und nicht adliger Landbesitzer. Das heißt, hier wird die Erbfolge quasi gekappt und Land wird verkauft, was vorher nur innerhalb der adligen Familie weitergegeben werden konnte. Alle diese Entwicklungen führen dazu, dass Verfügung über Boden zum zentralen Thema für die Theorien politischer Herrschaft wird und dass hier auch das Territorium, das staatliche Territorium, Länder sind damals noch nicht so richtige Staaten, aber werden zu welchen, dass sowohl Territorium wichtig wird, als aber eben auch tatsächlich der Zugriff oder die Frage, wer darf wie über Land verfügen und zu welchen Zwecken sollte Land genutzt werden. In der Theorie gibt es da jetzt, würde ich sagen, vor allem zwei Stränge, wie das beantwortet wird. Der eine ist, also Natur ist dem Menschen als Lebensgrundlage gegeben und er soll diese Natur möglichst produktiv bewirtschaften. Das ist zum Teil eine christliche Vorstellung in diesen Theorien, also die Erde ist dem Menschen von Gott gegeben, es gibt einen göttlichen Auftrag. Das kann man auch ganz anders lesen in der Bibel, wenn man möchte, aber es wurde zum Teil so gelesen, es gibt einen göttlichen Auftrag oder es ist einfach vernünftig, dass wir das so tun. Das gibt es in zwei Varianten, beziehungsweise hat das zwei Effekte. Das eine heißt dann tatsächlich, unproduktive Besiedelung, also unproduktiv in Anführungszeichen, ist keine Aneignung. Deswegen kann man dann auch in die Kolonien gehen und das Land einfach aneignen. Und man kann aber natürlich auch den Almenten das Land wegnehmen, weil das eben auch eine weniger produktive Bewirtschaftung ist, als die im Privateigentum getan wird. Also hier die Einhegung von Almenten. Oder das zweite Argument ist nicht so sehr jetzt über die Unproduktivität, sondern eher Fläche ist insgesamt knapp, also sollte sie möglichst produktiv bewirtschaftet werden und wir gucken, dass es tatsächlich auch der Fall ist. Für den ersten Fall gilt tatsächlich, dass die meisten Theorien, die so argumentieren, für Privateigentum argumentieren. Bei den zweiten können das durchaus auch Almende und öffentliche Güter sein, es soll eben nur produktiv sein. Der zweite Strang von Begründung, der hängt gar nicht so sehr mit der tatsächlichen Bewirtschaftungsform zusammen, sondern viel stärker damit, dass hier ist der Gedanke, warum ist es so wichtig, sich über Eigentumsformen Gedanken zu machen und dann auch Regelungen zu finden. Jeder Mensch verfügt zwangsläufig über äußere Gegenstände. Also wenn ich etwas tue, dann tue ich das meistens mit Gegenständen oder in relevanten Bereichen mit Gegenständen. Und jetzt ist die Frage, wie, wer und warum über was verfügen darf. Und das soll eben über Eigentumsregelungen geregelt werden. Und zwar egal, welche Form das hat, also Privat- oder Gemeineigentum. Zusammenfassend würde ich sagen, Eigentum in der Moderne hat die zwei Schlagwörter Freiheit und Wohlstand. Freiheit verstanden als Unabhängigkeit von anderen und als Grundlage, ein Leben zu führen, also ein eigenständiges Leben zu führen. Freiheit bedeutet hier nicht Verantwortungslosigkeit. Also Freiheit ist sehr wohl gebunden an auch die Bedürfnisse anderer Menschen. Es grenzt sich aber ab gegenüber Beherrschung. Das geht dann sowas wie, ich will keine Steuern zahlen. Das heißt aber auch vor allem, Personen sollen eigentlich ökonomisch unabhängig sein und rechtlich unabhängig sein, damit ihnen niemand einfach aufdrücken kann, was sie machen sollen. Das jetzt, diese ökonomische Unabhängigkeit auch, die hier gedacht wird, ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass es in einer Zeit, in der es ganz stark Feudalverhältnisse gibt und so weiter. Die Theoretiker schreiben dann hier gegen diese Privilegien, also wollen eigentlich eine Abschaffung von Privilegien. Und es ist aber auch noch eine Zeit, in der der Kapitalismus nicht so existiert, wie er heute existiert. Das heißt, die Idee von ökonomischer Unabhängigkeit ist tatsächlich über Parzellierung und über private Verfügung ist tatsächlich noch irgendwie möglich. Also das könnte heißen, dass es lauter eigenständige Betriebe gibt, die tatsächlich über ihr Land verfügen oder über ihre Ressourcen, die sie bearbeiten, verfügen, darin Unabhängigkeit, Freiheit haben
Und das wäre zu dieser Zeit tatsächlich noch möglich gewesen. Heute ist es sehr viel schwerer, weil wir also finanzielle Abhängigkeiten und so weiter aufgrund des hohen Grades an Arbeitsteilung und eben Abhängigkeit von Krediten, Finanzen und so weiter. Heute ist es viel schwieriger und trotzdem wird natürlich das, was damals begründet wurde, auch heute noch in einem völlig anderen Setting weiterhin als Begründung von Freiheit und Unabhängigkeit gebracht. Das andere ist Wohlstand, und zwar Wohlstand hier auch verstanden, die Idee von, dass die Erde allen gemeinsam gehört und auch für die Menschengemeinschaft bewirtschaftet werden müssen, ist ganz präsent. Also es ist tatsächlich diese auch eine Verantwortung gegenüber anderen Ressourcen produktiv zu bewirtschaften als moralisch-politisches Gebot. Aber wir haben hier schon eben den Gedanken von Wohlstand und Wachstum, der hinreichend abstrakt ist, sodass er in sich selber keine Begrenzung findet. Und ja, das haben wir heute sicher auch noch weiter als Problem. Jetzt kann man sagen, oder aus meiner Sicht fällt die Entwicklung jetzt so ein bisschen auseinander, weil wir ab da sehen können, eigentlich, es gibt also vor allem dann im 19. Jahrhundert, es gibt eine Entwicklung in den Städten vor allem, wo eben eine Vielzahl von Rechten erstritten wird, die abzielen auf politische Beteiligung, politischen Einfluss und aber auch darauf, dass Daseinsvorsorge von der politischen Gemeinschaft, vom Staat geleistet wird. Und hier gibt es einen Ausbau und Aufbau von öffentlicher Infrastruktur. Das heißt, wir haben innerhalb der Städte, also vor allem dann im 20. Jahrhundert können wir sagen, haben wir Zeit und teilweise ein relativ ausgeglichenes Verhältnis hier zwischen einer individuellen Berechtigung, und in Städten ist es vielleicht für viele Bereiche auch viel wichtiger, dass es sowas wie Privateigentum gibt. Also kann man auch nicht drüber reden, also hier die individuelle Berechtigung ein Leben führen und allgemeinem Wohlstand über öffentliche Infrastruktur, die Voraussetzung dafür bilden. Die Daseinsvorsorge wird eben nach und nach zu öffentlichen Gütern, Kultur, Mobilität, Bildung, Kranken-, Unfallversicherung, Altersvorsorge, Betreuung, Kinderbetreuung und so weiter. Das heißt, ein ganz großer Bereich eigentlich von dem, was früher vielleicht die lokale Gemeinschaft geleistet hat, wird jetzt staatlich geleistet. Aber wir sehen, dass Ernährung und Landwirtschaft sowie die Sorge um Ökosysteme da eigentlich außen vor bleiben und nicht so wirklich als öffentliche Infrastruktur gedacht werden. Nur abschließend ganz kurze Gedanken, warum das so ist und warum ich denke, dass es eben tatsächlich ein Auseinanderfallen von städtischer Verbindung und von städtischer Entwicklung und Entwicklung auf dem Land gibt. Aus meiner Sicht ist tatsächlich ziemlich entscheidend, dass es eine Ignoranz gegenüber Natur im Allgemeinen und Landwirtschaft im Besonderen gibt. Ich halte das tatsächlich diesen Punkt für sehr wichtig, weil ich glaube, dass Menschen massive Schwierigkeiten haben, etwas wahrzunehmen, was sie nicht wahrnehmen. Und die allermeisten Menschen, die in Städten wohnen, haben mit Natur so wenig zu tun, dass sie darüber einfach nichts wissen und dass es auch nicht in ihrem Bewusstsein ist. Wir sind hier im ersten Stock eines unterkellerten Gebäudes. Wir nehmen den Boden hier nicht wahr. Der ist einfach nicht da, wir sehen den nicht, wir haben damit nichts zu tun. Jetzt haben wir gesehen, in der Corona-Krise, wenn es dann Krise ist und Katastrophe, dann sind Menschen dazu in der Lage, ziemlich schnell ziemlich viel Wissen zu generieren für sich. Und ich denke, dass es mit der Natur ähnlich laufen wird und leider aber eben auch eventuell nur durch die Krise, weil die Wahrnehmung davon fehlt. Was damit zusammenhängt, ist, dass wir eben auch keine effektive Vorstellung von, also effektiv im Sinne von umsetzbar, von geteiltem Raum haben, wo tatsächlich Verantwortung und vielleicht eine andere Form von Freiheit irgendwie zusammenkommen und dieses Bewusstsein wirkmächtig wird. Und dann haben wir eben tatsächlich auch aus dem Historischen ganz stark die Vorstellung doch noch, dass Landwirtschaft eben Wirtschaft ist und produktiv wirtschaften sollen. Und produktiv heißt dann nicht unbedingt, und das gehört auch zum fehlenden Vorstellung eines geteilten Raumes, heißt dann nicht unbedingt Lebensmittel. Also hier wäre ganz wichtig die Frage, was heißt eigentlich Wohlstand, sondern Gewinne. Und dass wir Landwirtschaft eben wie andere Unternehmen auch
als Privatakteure wahrnehmen. Gut, so viel von meiner Seite. Ja, ich möchte im Prinzip diese Eigentumsvorstellungen, von denen wir jetzt schon gehört haben, wie sie sich entwickelt haben, von denen möchte ich jetzt heute sprechen, wie wir sie jetzt wahrnehmen, wie sie jetzt auch genutzt und instrumentalisiert werden teilweise. Und es gibt ja erfreulicherweise den Konsens, dass landwirtschaftlicher Boden den Landwirten gehören sollte. Und ja, und gesellschaftlich sind wir in die Idee investiert. Wir erlauben viele Ausnahmen, Privilegien, Regulierungen um das Eigentum an Agrarland. Und wir sprechen zurzeit viel um Subventionen. Subventionen ist lateinisch, bedeutet Unterstützung. Und ich glaube, die wichtigste Unterstützung der Gesellschaft und Politik wäre und ist, den Zugang für Landwirte zum Boden zu sichern. Und wir haben in den Medien viele Bauern auf Traktoren gesehen. Und es gibt aber auch viele, die wir nicht auf Traktoren sehen, zum Beispiel Agrarkonzerne. Und der Witz ist, und da habe ich dazu geforscht, zum Beispiel auch Statistiker zum Beispiel sehen Agrarkonzerne zurzeit nicht. Also es wurden bis vor kurzem Einzelbetriebe gezählt. Das wäre ungefähr in der Wirtschaft so, wie als würde man jeden einzelnen Standort von VW als einzelnen Autobauer zählen. Und es gibt aber noch viel andere, die Land besitzen, die Agrarland, die den Zugang zu Agrarland haben als Eigentümer, die wir nicht sehen. Das sind einmal alte große Grundeigentümer, in knapp Kirche, Adel, Staat. Das sind auch viele kleinere Eigentümer, von denen wir vorhin schon gehört haben. Neue Eigentümer, die vielleicht Notare, Anwälte, Zahnärzte, die für ihre Rente vorsorgen wollen. Aber wir haben auch neue Großinvestoren, Biogasfonds, Family Offices. Und die debattieren wir auch, diese überregionalen Agrarinvestoren werden viel besprochen, auch unter dem Thema Landgrabbing. Und ich habe so ein bisschen die Kritik, dass wenn wir diesen Begriff Landgrabbing verwenden, dass wir dann eigentlich sozusagen das Bestehende vor der neuen Gefahr schützen wollen, obwohl wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, wer sind denn die bestehenden Eigentümer und sind es eigentlich genau die, die wir schützen wollen. Und meine These ist, wir haben sozusagen im Kopf, dass Land den Landwirten gehört und dem sozusagen Familienbetrieb, dem Einzelnen. Und die Bodenmarktpolitik und die Bodeneigentumspolitik, könnte man sagen, ist darauf zugeschnitten. Aber das hilft vielleicht anderen sogar viel mehr als den bäuerlichen Familienbetrieben oder anderen Betrieben. Und erstmal, wie wird eigentlich jetzt gerade Wissen dazu geschaffen in der Forschung? Auch da löst man sich langsam von dieser Idee, dass der Boden der Familie, dem Familienbetrieb gehört. Und das Erste, was so gemacht wurde, war 2013, dass man sich in Ostdeutschland angeschaut hat, die überregionalen Investoren in der Landwirtschaft. Also kurz weg, nicht die Eigentümer des Bodens sind, sondern die Bodennutzer, also Agrarbetriebe und Konzerne. Und die neueste Studie aus einer Serie vom Thünen-Institut sagt, die 19% der Agrarflächen in Ostdeutschland werden von überregionalen Kapitaleigentümern kontrolliert, viele davon auch außerlandwirtschaftlich. Und das war ziemlich neu zu 2013, als man damit angefangen hat, überhaupt über Investoren in der Landwirtschaft nachzudenken. Und dann ging es weiter und wir haben jetzt tatsächlich 2021 das erste Mal eine Landwirtschaftszählung gehabt, die auch Unternehmensgruppen gezählt hat und feststellt, 11% der Flächen in Deutschland werden von Unternehmensgruppen bewirtschaftet. 11%, die sind da und da können wir auch nicht wegreden. Das war ganz schön kompliziert, das habe ich erforscht, aber dazu heute weniger. Das nächste ist das Bodeneigentum jetzt. Und da gab es 2018 das erste Mal vom BMEL den Auftrag, wir müssen doch eigentlich mal schauen, wie konzentriert Bodeneigentum ist. Und es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die das in einem Kreis in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern machen sollte. Und die haben alle direkten Eigentümer im Grundbuch ausgewertet und haben gesagt, ja, es gibt eine relativ hohe Konzentration. Und dann hat das BMEL gesagt, ja, aber gibt es nicht auch eben diese indirekten Investoren, von denen wir jetzt schon aus den anderen Berichten wissen. Und dann meinten die so, ja, vielleicht, aber das wollen wir nicht so richtig erforschen. Das glauben wir, spielt keine große Rolle. Und
Das heißt, diese Studie ist jetzt gar nicht so hilfreich, weil man sieht dort die direkten Eigentümer, aber nicht sozusagen die indirekten Investoren in diese Betriebe, die da im Grundbuch stehen. Und das ist ein bisschen delikat, weil der Leiter dieser Studie selber im Aufsichtsrat einer großen Agrarkonzerns sitzt und eigentlich wissen müsste, wie diese Strukturen aussehen. Wer weiß. Auf jeden Fall gab es dann nochmal einen Anlauf und das Thüneninstitut hat mit 59 Gemeinden in ganz Deutschland nochmal eine ganz intensive Eigentumserhebung gemacht und hat dabei aber auch sozusagen Haushalte zusammengeführt. Also wenn jetzt sozusagen im Grundbuch einmal Mutter, Tochter, Vater, Sohn drinstehen, dann hat man das zusammengeführt. Dann auch eben die Unternehmensverflechtungen und was für mich eine der spannendsten Sachen war, neben dem Fakt, dass Frauen nur 33% der Fläche in diesen Gemeinden besitzen, dass nur 40% der Flächen in Deutschland Landwirten gehören und 60% Nicht-Landwirten. Und das sind gar nicht mal nur die großen Agrarkonzerne, die da das Problem sind, das sind auch viele einfach natürliche Personen, von denen wir einfach nicht so viel wissen. Und damit zeigt sich, dass wir ganz schön weit entfernt sind von der Idee, an der sich diese Politik eigentlich orientiert. Und wir haben, und das möchte ich jetzt noch mal zeigen, nicht nur das Grundstückverkehrsgesetz, das ein bisschen ein Problem darstellt, weil es eigentlich sozusagen den Landwirt schützen möchte und dafür den Bodenmarkt reguliert, das haben wir jetzt schon gehört, sondern weil es Systematik hat. Es gibt so viele Gesetze, die das Verpachten, das Besteuern, das Subventionieren, das Verkaufen, die Transparenz regeln, in die die Idee des Familienbetriebs eingeschrieben ist und die aber am Ende gar nicht den Familienbetrieben in erster Linie nur helfen, sondern eben auch ganz vielen großen und nicht landwirtschaftlichen Akteuren, die davon profitieren, von denselben Ausnahmen und Privilegien dieses Landeigentums, aber zum ungleichen Maß mehr und viel leichter damit gegen die kleinen lokalen Betriebe konkurrieren können. Und ich mache das an ein paar Beispielen auf. Neben dem Grundstückverkehrsgesetz sind das ja auch zum Beispiel die landwirtschaftliche Grundsteuer, die Agrarsubventionen und insgesamt Subventionen mit der Gießkanne, von denen wir wissen, davon profitieren einmal große Konzerne, aber auch Landeigentümer, die die Subventionen über die Pacht einstreichen und zwar leistungslos, während gleichzeitig die Regulierung der Pachtpreise am schwächsten ausgebildet ist in dieser ganzen Bodenmarktdebatte, obwohl das eigentlich aus meiner Sicht am meisten diese 60% der Flächen regulieren sollte, die nicht Landwirten gehören. Und damit werden natürlich auch Landeigentum sehr profitabel als Investment. Es gibt wenig Rechenschaftspflichten, niedrige Steuern, verlässliche Gewinne. Und dann weiter zur Erbschaft und zur Hofübergabe. Selbst Betriebe, die nicht bewirtschaftet werden, können trotzdem steuerreduziert übertragen werden. Und damit profitieren auch die, die nie einen Hof betrieben haben, selbst wenn sie ihn besessen haben. Und das Land verlässt die Landwirtschaft zum Teil über die Bodenmärkte. Die Bodenmobilität ist bei 0,5, wenn ich mich recht erinnere, aber dreimal mehr eigentlich über die Erbschaft, also über die Landwirtskinder, die nicht mehr weitermachen. Und das sollte ja eigentlich ganz okay sein. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben die Idee von Berufsfreiheit. Es ist ja okay, wenn die Kinder nicht den Betrieb der Eltern übernehmen. Es ist auch toll, wenn sie es tun. Und das wünschen wir uns natürlich. Aber es ist okay, wenn sie es nicht tun. Und dafür braucht es eben auch Lösungen. Und diese Lösungen sind aber total erschwert, weil zum Beispiel außerfamiliäre Hofübergaben fast nicht möglich sind, weil Neueinstiege in der Landwirtschaft fast nicht möglich sind. Weil wenn man nicht schon Landwirt ist, wie soll man dann eine Fläche kaufen bei der Regulierung? Das heißt, wir haben einfach sehr viele Probleme und die auch wegen unserem Konzept von Familie, und zwar nicht den realen Familienbetrieben, sondern eben diesem Konzept und wie es verwendet wird. Und wir haben ja schon gehört, wie dieses Eigentumskonzept entstanden ist und auch das sozusagen aufklärerische Eigentumskonzept, das hat Eva erzählt. Und gleichzeitig hat sich das auch gegen etwas abgegrenzt, nämlich sozusagen gegen das feudale und familiäre Eigentumskonzept, das, so argumentiere ich, trotzdem noch weiter besteht und nicht einfach abgeschafft wurde. Also diese Idee, dass man
das Herkunftsrecht und das über Generationen übergebende Land eigentlich weiterhin sozusagen Vorrecht auf Land und auf die Kapitalprivilegien hat. Und das haben nicht nur sozusagen Familien, sondern Wissenschaftler oder Katharina Pistor mit anderen nennt das auch Feudal Calculus, dass diese Art von Kapitalprivileg inzwischen auch in Finanzinstrumente und andere Kapitalprivilegien sozusagen eingepackt wurde. Und damit haben wir sozusagen eine kleine Verwechslung zwischen einmal dem Familienbetrieb, der tatsächlich ackert auf dem und den Boden kennt, wo die Kinder schon seit sie 12 sind mithelfen und sozusagen der Familie, die einfach qua ihrer Herkunft, qua ihres Blutes eigentlich dieses Anrecht auf dem Boden hat. Und wenn wir von den verwurzelten sozusagen lokalen Familien sprechen, dann ist diese Verwechslung leichter, die leider oft instrumentalisiert wurde. Nicht nur heute, sondern auch schon in der Nazizeit zum Beispiel wurde die Familie als so eine Art Nuklearstaat gesehen, der sozusagen die Blut- und Bodenideologie repräsentiert hat. Also die Idee der Familie wurde viel instrumentalisiert und dafür müssen wir aufpassen. Und es wird auch diese Idee von dem natürlichen Anrecht auf die Verfügung über das Land, weil man sozusagen das Land seit Generationen in der Familie hat, das steht eigentlich auch in einem klaren Kontrast zu unserer Vorstellung von Land als Gemeingut, von Gleichheit der Menschen, von Demokratie, von Chancengleichheit. Und wir haben ja auch noch viel Eigentum, was lang bevor es das bürgerliche Gesetzbuch gab, in die Kontrolle einer Familie gekommen ist. Also wir haben noch Eigentum, das wurde vor 500 Jahren von einem König an die sozusagen Familien gegeben, oder es gab das Bauernlegen, bei dem die Gutsbesitzer den Bauern die Höfe weggenommen haben. Also unter Bedingungen, wo man heute niemals sprechen könnte, das ist jetzt eine legitime Art, an Eigentum zu kommen. Und diese fühlen sich aber trotzdem auch berechtigt, sozusagen vom heutigen Eigentumskonzept geschützt zu werden und von Kompensationen zu profitieren nach der Wende. Und ich glaube, dass wir sozusagen sehr gut an einem sehr guten Punkt sind, was das Grundstückverkehrsgesetz betrifft, was den Umgang mit außerlandwirtschaftlichen Investoren betrifft. Aber ich glaube, wir müssen auch noch mehr darüber reden, was bedeutet das eigentlich sozusagen, diese alten Kapitalprivilegien, die eigentlich für Landwirte gedacht waren, dass das auch sehr viele Nicht-Landwirte haben, die und zwar 60% der Flächen besitzen und im Eigentum haben. Und da aber immer mehr von diesen steigenden Pachtpreisen profitieren. Und deswegen glaube ich, dass die solidarische Landwirtschaft auch ein ganz, ganz tolles Reallabor ist, um andere Beziehungen zum Boden auszuprobieren, um zu zeigen, dass die Sicherheit eines Landwirtes nicht unbedingt sozusagen an dieser Scholle, diesem Garant für Privateigentum liegen muss, der die sozusagen Privatsphäre, Freiheit und Gestaltungsfähigkeit ermöglicht auf der einen Seite. Es muss aber auch nicht sozusagen dieses Bild sein, weil ich diese Scholle schon immer besessen habe, ist sie meins, sondern wir brauchen eigentlich auch ein neues Konzept, von dem wir sagen, dass, jetzt müsste das mal laufen. Okay, so, jetzt. Ich glaube, die wichtige Frage, als wem sollte Land gehören, als Privateigentum wäre, wie wollen wir unser Gemeingutboden so gestalten, in welchen Institutionen wollen wir es haben, welche Rechte und welche Pflichten sollten an Landeigentum liegen, damit wir es sichern können für diejenigen, die Landwirtschaft betreiben wollen, auf eine nachhaltige, auf eine inklusive, auf eine vielfältige Art. Und ich finde, dass die solidarische Landwirtschaft ein großartiges Beispiel dafür ist, weil Stadt und Land dort zusammenkommen, weil viele Menschen sozusagen auf schöne Art den Boden gemeinsam bearbeiten können, weil sie die Landwirtschaft kennenlernen, wertschätzen und können, weil dort der Quereinstieg möglich ist, weil Menschen ihren Hof übergeben können, selbst wenn die Kinder aufhören. Und ich glaube, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt über alternative Bodenträger, aber auch über andere Institutionen nachzudenken, die vielleicht viel besser geeignet sind als
sozusagen das Privateigentum, was oft nicht so verteilt ist, wie wir uns das erhoffen. Und an der Stelle würde ich mich gerne bedanken und gebe jetzt wieder zurück an Tanja Busse. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte kommt beide, Felicitas Sommer und Eva Weiler, hier in unsere Runde. Und ich dachte, ich setze mich in die Mitte, aber jetzt sitze ich am Rand. Wie ihr wollt, ganz genau, wie ihr wollt. Und Andrea, wer geht vielleicht jetzt mit dem Mikro rum, dann kann ich hier sitzen bleiben. Und das Blaue hat eben ganz gut funktioniert. Und wir haben noch ein Mikro für Sie alle. Wir wollen die nächste halbe Stunde bis zur Kaffeepause für eine Diskussion nutzen. Wir haben uns so ungefähr überlegt, erstmal grundsätzlich Verständnisfragen, denn das erschüttert ja unsere... Sie beide, ihr habt ja unsere Vorstellung ganz schön erschüttert, wie das alles ist und entstanden ist. Und würden dann gucken, was folgt jetzt aus dieser Forschung für unsere Arbeit, unser Verständnis vom Boden? Haben wir das Recht, den Boden einfach so zu besitzen, möglicherweise zu zerstören? Und dann zu gucken, was könnte das für Stadt-Land-Beziehung und die Solawis bedeuten? Und na, mal gucken, das alles in einer halben Stunde. Aber jetzt erstmal Verständnisfragen natürlich von Andrea, die unterwegs ist. Also inhaltlich ist soweit alles klar. Haben Sie Fragen? Okay, gut. Also gut erklärt. Ah doch, da ist eine. Danke. Die erste Verständnisfrage wäre vielleicht doch, also lassen sich diese Eigentumsverhältnisse von einem Land, wo also 60% Nichtlandwirte sind, Sie haben selbst schon angedeutet, dass die Mehrheit davon eben ehemalige Bauern sind, die das Land jetzt kleinteilig weiterverpachten. Sie schütteln den Kopf, also ist es nicht so. Ich hab das eher so eben aus dem Referat von Herrn Schmidt rausgehört. Viele Bauern mussten ihren Hof abgeben und haben stattdessen verpachtet. Also lässt sich die Statistik vielleicht erhärten, um die Pachten, die von diesen kleinen Besitzern erhoben werden, im Verhältnis zu den Pachten, die von den großen anonymen Besitzern erhoben werden, lässt sich das trotzdem noch differenzieren? Ja, erstmal danke für die Frage, weil erstmal muss man noch mal dazu sagen, das war eine Stichprobenstudie in 59 Gemeinden. Das heißt, man muss noch viel Forschung machen. Vor allem war es eine Stichprobenstudie in Gemeinden. Das heißt, eigentlich wird viel Eigentumskonzentration wahrscheinlich über Gemeinden hinweg stattfinden, die man damit nicht erfassen kann. Das heißt, das ist nur ein erster Anfang. Und das Zweite ist, man kann daraus nicht lesen, wem Land vorher gehört hat und ob es welche historische Entwicklung das genommen hat. Und wir können sagen, dass es sehr divers ist. Es gibt Regionen, da sind es sehr viele Landwirte, die aufgehört haben. Es gibt Kinder, an die es vererbt wurde. Aber es gibt natürlich auch die ganz großen Institutionen, die immer noch die Kirchen, die sehr viel Land besitzen, die Kommunen, Länder, Gemeinden, Städte, Universitäten und vor allem eben auch sozusagen adlige Familien und viele andere Großgrundbesitzer und kleinere Besitzer. Und das würde noch viel mehr Forschung benötigen. Jetzt sind wir bei den Pachtpreisen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Pachten werden leider, obwohl sie eigentlich angezeigt werden sollten, viel zu wenig angezeigt, weswegen wir ganz wenig Transparenz darüber haben, wie die Pachtpreise tatsächlich sind. Sonst könnte man ja tatsächlich, wenn man die Eigentümerdaten hätte und die Pachtdaten, rausfinden, wer profitiert eigentlich von den Pachten. Was einmal gemacht wurde in einem Kreis, da hat das Thünen-Institut untersucht, wenn die Eigentümer von Flächen außerhalb der Region sind, wie viel Steuern wandern dann eigentlich ab? Und das ist ein bestimmter Teil und sowas kann man natürlich viel mehr machen, aber da sind wir ganz am Anfang. Ich finde das vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Zwischenfazit schon mal für heute. Diese Transparenz ist eigentlich ein politischer Skandal.
Aus dem aber folgt, dass wir unsere Forderungen an eine Agrarwende hängen, die wenden wir ja mal an die Landwirte, sagen, ihr müsst bitte eine Transformation machen, macht das doch. Und das geht genau, wie Felicitas Sommer ja sehr gut darlegt, eigentlich an den Entscheidenden, die darüber entscheiden, vorbei. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen den Wut der Bauern, denn die sind ja genau im Griff dieser Eigentumsverhältnisse. Das würde ich gerne als Fazit mitnehmen, dass es eine politische Forderung sein muss, diese Transparenz, die du beklagst, ja einzufordern und zu gucken, wer ist eigentlich für Agrarwende verantwortlich. Die Lösung hören wir dann gleich. Wir hören hier eine Frage und dann kommen wir zu Ihnen. Ich wollte da hört man was? Ja. Ich wollte an die Pachtpreise anknüpfen und an die Wertschöpfung, die da abgeschöpft wird ohne Leistung. Und also da nochmal als Kontext, es war ja jetzt in der letzten Woche sehr groß das Thema, was für eine Bedeutung diese gestrichenen Subventionen haben im Verhältnis zum Einkommen der Bäuerinnen und Bauern. Und da habe ich in einem Bericht des Thünen-Instituts das nochmal aufgeschlüsselt gesehen. Und die Zahlen haben mich da tatsächlich nochmal überrascht und wollte die hier nochmal in den Raum stellen. Fragen mich, wie vielen das bewusst ist. Ne, das durchschnittliche Einkommen pro Vollzeit arbeitenden Bauer, Bäuerin ist 45.000 Euro, so im Schnitt der letzten Jahre. Und das wird aber sehr stark verzerrt durch sehr gut verdienende, oftmals auch Großbetriebe. Und wenn man das jetzt nach dem Median betrachtet, also jeder zweite Bauer, jede zweite Bäuerin verdient weniger als 34.000 Euro für eine Vollzeitstelle, ne, brutto. Und jede vierte verdient weniger als 14.000 Euro für eine Vollzeitstelle, was 70, 80 Stunden bedeutet. Als ich diese Zahlen gesehen habe, wurde mir das nochmal so deutlich, was das bedeutet, wenn da ein paar tausend Euro dann weg sind. Und bei den Pachten ist es ja das Gleiche. Das sind tausende Euro, viele tausende Euro, die dann gezahlt werden an Eigentümer, die da einfach das Land besitzen, die das Land im Eigentum haben, ne, und nichts dafür leisten. Und da stellt sich für mich die Frage, oder die Frage, die ich an euch herantragen möchte, ist, inwiefern kann man bei diesen Einkommensverhältnissen vielleicht von neofeudalen Strukturen sprechen, oder inwiefern haben diese Bäuerinnen und Bauern, die brutto 14.000 Euro im Jahr verdienen, überhaupt irgendwo noch eine Freiheit, Manövrierraum? Wie ordnet ihr das historisch ein? Ich gebe das mal an Eva, denn die hat ja mit dem Feudalsystem, ist ja gestartet mit dem Feudalsystem. Ja, wahrscheinlich könnten aber trotzdem die Landwirte die Frage hier besser beantworten als ich. Was ich tatsächlich von einer Landwirtin auch aus, ich glaube Sachsen-Anhalt war das, so im Kopf habe, ist, das Zusammenwirken von Großinvestoren, die auch große Flächen tatsächlich besitzen, die dann verpachten zu Preisen, die kleinere Landwirte nicht mehr bezahlen können. Da entsteht eine Abhängigkeit, die dann sie tatsächlich auch als Feudalsystem bezeichnet hat. Und zwar, weil man eben da nicht mehr rankommt an das Land und weil dann eine Abhängigkeit, und das ist, oder finde ich, wichtig bei diesem, wenn man mit Feudalismus argumentiert, weil eine ökonomische und politische Abhängigkeit zwischen extrem großen Akteuren, die ja auch einen sehr großen politischen Einfluss haben, und den Kleinen entsteht, die diesen Einfluss dann eben verlieren, also entsprechend nicht mehr haben, und zwar sowohl ökonomisch als auch politisch nicht. Und da würde ich denken, also wenn oder je mehr die Entwicklung von tatsächlich Flächeneigentum in diese Richtung geht, also eine starke Ungleichverteilung und eben starke große, auch das, was Felicitas ja schon gesagt hat, einfach auch mit Verflechtungen, die nachher nicht mehr nachvollziehbar sind, da würde ich sagen, kann man dann wahrscheinlich irgendwann, oder nicht irgendwann, sondern in Teilen jetzt schon davon sprechen. Bitte. Ja, vielen Dank, Gunnar Demuth. Ich habe mal Landwirtschaft studiert. Da steht Philosophie des Bodenbesitzes als Überschrift. Aber das Recht unterscheidet ja zwischen Eigentum und Besitz. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort zu schreiben, Philosophie des Bodeneigentums. Und beim Eigentum will ich nochmal speziell auf den Begriff des Privateigentums zurückkommen. Privat kommt aus dem Lateinischen, privare, und das heißt berauben.
Und berauben heißt, ich schließe andere Menschen aus von der Nutzung und verfüge. Verfüge im Sinne von verkaufen, beleihen und vererben. Und das ist ein menschliches Konstrukt, was hier sehr jung ist. Und das fand ich total spannend von Frau Weiler, das zu erkennen, dass das auf das 17. Jahrhundert zurückgeht. Und als Menschenwerk lässt es sich verändern. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Und es gibt andere Länder, andere Kulturen, die mit Grund und Boden als Eigentum anders umgehen. Und meine Frage ist, anknüpfend an die Vorträge, welche Kulturen, welche Länder in Europa, außerhalb von Europa, können wir uns denn vorstellen, wie sinnvoll, nachhaltig, gemeinwohldienend mit Grund und Boden umgegangen wird? Das wäre eine Frage, mal über unseren Tellerrand zu schauen. Ja, ich versuche eine kurze Antwort. Vielleicht eins vorneweg. Ich finde es immer, also das, was ich, wie ich angesetzt habe, war ja zu sagen, es gibt bestimmte reale Entwicklungen, die dann zu bestimmten rechtlichen oder mit rechtlichen Entwicklungen einhergehen. Ich finde das wichtig zu betonen, weil sich zum Teil manchmal die Dinge schwer ganz übertragen lassen. Ich mache das an einem Beispiel deutlich, die Rechte der Natur. Wir haben ja, es gibt Länder, in denen die Natur Rechte hat, also in denen es Flüsse gibt, die Rechte haben, oder Berge, die Rechte haben, vor allem, weil sie als heilige Wesen oder heilig klingt blöd, als eigenständige Wesen Wesenheiten anerkannt werden. Ist es sinnvoll, das in den europäischen Raum zu bringen? Vielleicht. Vielleicht haben wir im europäischen Raum aber einfach ein Umweltrecht, mit dem wir auch viele Sachen machen können und das vielleicht einfach besser gestalten könnten. Das heißt, die Vorstellungen, die hier sich ob die sich so übertragen lassen, wäre immer noch mal zu staunen. Ich glaube trotzdem, dass wir natürlich ganz viel lernen können aus Vorstellungen von sogenannten indigenen Völkern oder Gruppierungen, die einfach sehr viel naturnäher leben. Mit auch hier noch mal der Betonung, die leben anders und haben auch deshalb dieses andere Verständnis. Und hier, also das, ich will gar nicht sagen, dass es deswegen irrelevant ist. Ich wollte nur das, was ich auch in meinem Vortrag gesagt habe, der große Unterschied zwischen Stadt und Land, der ist auch einer, der einfach, also das ist ein realer Unterschied. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt die Reihenfolge ein bisschen geändert, weil wir Antworten direkt dazu hören. Dort, Felicitas am Abschluss oder direkt? Wir hören noch zwei Fragen und dann antwortest du. Genau, jetzt direkt? Okay, dann antwortet Felicitas jetzt direkt und dann geht's da weiter dazu. Und wir haben Ihre beiden Wortmeldungen auch noch gesehen und vielleicht noch den Hinweis, Alberto Acosta beschreibt dieses Buen Vivir ja immer so wunderbar, da kann man es vielleicht leicht erklärt, diese anderen Vorstellungen lesen. Bitte, Felicitas. Erstmal zu der Frage, machen es andere anders? Und zum Thema Transparenz zum Beispiel nehmen wir an, man darf nicht ins Grundbuch schauen, man darf, Eigentum hat, ist Privatsphäre. Man geht über die Landesgrenze und kann ins Grundbuch reinschauen und das ist kein Problem und das wird ausgewertet. Das heißt, da ist es oft total faszinierend zu merken, wie nah wir eigentlich an Nachbarn grenzen, die ein komplett anderes Verständnis haben, selbst wo wir die Unterschiede vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Vielleicht kann man die Länder noch benennen, Dänemark? Also Dänemark, genau, Niederlande, auch in der Schweiz gibt es Möglichkeiten und unter anderem. Das Zweite ist, dass wenn zum Beispiel, ich wollte noch als Ethnologin vielleicht noch das Beispiel geben, und das ist sehr weit weg, ne? Das heißt nicht, dass man das jetzt hier übernehmen muss, aber ein Freund von mir ist bei First Nations in Kanada Landplaner tatsächlich, war erst Ethnologe und hat gezeigt, dass eben die Wasserrechtsverwaltung dieser First Nations, der Anishinaabe, nicht als ein Ausschließlichkeitsrecht gedacht wird, sondern dass die Nutzungsrechte sind wichtig und die müssen aber die Rechte der sozusagen aller beteiligten Akteure sind wichtig, nicht nur sozusagen des Eigentümers, der einen Titel hat und dieser Titel ist universell, selbst wenn der Eigentümer woanders hinzieht, gar keinen Kontakt zum Boden hat, mit dem Boden gar nicht das Richtige macht. Also diese Universalität dieses Eigentumstitels, die lässt sich wirklich gut hinterfragen, wenn man von anderen Gesichtspunkten her denkt, als von dieser Idee, das ist doch sozusagen Persönlichkeitsrecht, das ist doch Freiheit, obwohl wir doch wissen, Eigentum ist gar nicht so verteilt, dass das für uns alle irgendwie jetzt Freiheit und Persönlichkeit und Privatsphäre bedeutet, sondern ganz im Gegenteil eher Abhängigkeit. Und ganz zuletzt noch zu
als kleines Beispiel würde ich sagen, dass man Frankreich ganz oft ganz gut dafür hernehmen kann, wie man kleinbäuerliche Landwirtschaft besser schützen könnte. Und das wäre sozusagen ein kleiner realistischer Schritt. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Augenöffnen und nochmal so klar auf den Punkt bringen. Bitte. Ja, angesichts der 60% Pachtflächen und das Allgemeinvernehmen ist des leistungslosen Einkommens, frage ich mich einfach oft, wie ist das eigentlich? Und die Frage geht an Eva Weiler. Philosophisch oder wertemäßig in unserer Gesellschaft verankert. Ne? Denn, also es sind ja nicht nur die Verpächter, die leistungslose Pachten von den Bauern beziehen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Es sind auch Kapitaleigentümer, sind, weiß ich, Leute, die zufällig einen Windpark auf ihrer Fläche kriegen. Ein Windparkstandort ist mindestens 1 Million Euro wert, einfach nur deswegen, weil mir zufällig dieser Boden gehört. Es ist ja für mein Gefühl irgendwie ein Skandal, aber gleichzeitig frage ich mich, wieso skandalisiere ich das? Ne? Also in England zum Beispiel gehört alles Land der Krone und kein Mensch stört sich daran, irgendwie auf eine gewisse Art. Da sind die Eigentumsverhältnisse sowieso noch viel krasser anders verteilt als bei uns, ungleichmäßiger. Also da steht ja so ein bisschen das Gefühl hin, wer nichts leistet, soll auch nichts essen. Und das ist irgendwie auch böse so, ne? Also das ist auf eine Art sehr protestantisch so, ne? Also du musst dir eigentlich dein Leben verdienen durch Tugend. Und das ist eine urmitteleuropäische, eigentlich eine sehr asketische Vorstellung, für die ich mich ein bisschen schäme so. Also wie passt das zu unserer Gesellschaft, diese leistungslosen Einkommen? Anscheinend geht es ja durch, ohne dass sich groß irgendjemand drüber aufregt. Ja, super spannende Frage, die ich gerne in den nächsten Jahren weiter erforschen will. Also, ich komme aus dem urprotestantischen Stuttgart und bin jetzt aber schon seit 9 Jahren im nicht so protestantischen Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet in Essen angesiedelt. Was ich dort erlebt habe und was mich erst ein bisschen erstaunt und dann vielleicht aber nicht mehr so erstaunt habe, das sind viele Studierende, die ich unterrichte dort an der Universität, sind erst Akademiker, das heißt, die Eltern haben nicht studiert, sind Arbeiter oder Angestellte. Diese Studierenden, ich habe selber in Frankfurt studiert, diese Studierenden sind die neoliberalsten Personen, die ich so kenne. Und jetzt könnte man sich ja fragen, warum ist das so? Die kommen aus dem Ruhrgebiet und SPD-Hochburg immer gewesen und so weiter, also ist ja eh nicht mehr, aber genau, warum ist das so? Die Antwort, die viele der Studierenden mir geben, ist, wer viel verdient, arbeitet viel. Das ist umgedreht. Das ist nicht, wer viel arbeitet, verdient viel, sondern wer viel verdient, arbeitet viel. Die Frage, warum die das denken, ich weiß es nicht genau, vielleicht wird das medial so transportiert. Ich glaube, dass viele von denen FDP wählen, wo man immer so den Anschein hat, derjenige, und das, ich glaube, das ist genau, also derjenige, der viel hat, der hat es irgendwie geschafft, der ist erfolgreich und Erfolg ist immer dann doch mit Leistungen gekoppelt. Und zwar egal, ob die vorliegt oder nicht, beziehungsweise man muss ja sagen, wahrscheinlich sind viele von denen arbeiten hart, von diesen ganzen Managern. Die Frage ist nur, berechtigt das dazu, und das ist wahrscheinlich die wichtigere Frage, berechtigt das dazu, so einen großen Teil der Gewinne abzuschöpfen? Und die nicht besser zu verteilen. Und warum das gesellschaftlich so wenig skandalisiert wird, weiß ich nicht. Es scheint da so ein paar Irrationalitäten zu geben, die aus meiner Sicht auch wahrscheinlich wieder damit zusammenhängen, was ich vorher gesagt habe, was man nicht wahrnimmt, nimmt man nicht wahr. Ich frage mich manchmal bei den Studierenden, wie viele Menschen haben die eigentlich aus höheren Einkommensgruppen um sich herum, wo sie vielleicht sehen könnten, dass die nicht so viel, also manche vielleicht schon, aber nicht alle so viel wesentlich mehr arbeiten als ihre Eltern, die viel weniger verdienen und vielleicht mehr arbeiten. Wo da eben auch wieder ein Wissen fehlt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, diesen ganz spannenden Dialog müssen wir unbedingt in die aktuelle Agrardebatte mitnehmen, weil dort ja die rechten Narrative, die jetzt viele versuchen, viele Landwirte anzuziehen, denen wird ja immer gesagt, die kriegen Geld dafür, dass sie nicht arbeiten und damit sind nicht die Landbesitzer gemeint, Besitzenden gemeint, sondern eben arme Menschen, die Sozialhilfe empfangen für tatsächliche Leistung. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dieses Thema mit in die Agrarproteste bringen. Das Mikro ist da und ich glaube, da ging es nochmal um den Blick global, wer hat andere Vorstellungen. Ne? Aber nee, Sie dürfen fragen oder sagen, wie Sie wollen natürlich. Ähnliches Thema, ein bisschen andere Zielrichtung. Ich habe durch den Vortrag, den fand ich sehr spannend, einen Eindruck bekommen oder ein Bild bekommen, wie die
alten feudalen Strukturen aufgebrochen worden sind durch das Privateigentum, was verkäuflich war. Und jetzt ist es scheinbar doch zu einer neuen Art von Machtstrukturen, die durch das Geld, durch den Kapitalmarkt gehalten werden, entstanden. Und wäre da jetzt nicht der nächste logische Schritt, das Eigentum diesen Machtstrukturen wieder abzunehmen, indem man die Unverkäuflichkeit vielleicht von Eigentum an Boden versucht, durch Gesetze durchzubekommen, oder also indem man das Eigentum den durch Geld nun entstandenen Machtstrukturen abnimmt und in ein demokratisches, durch die Gesellschaft getragenes Organ wieder übergibt und man durch Rechte feststellt, wer den Boden bewirtschaften darf und dann eben auch genau die Frage vielleicht klären könnte, dass wer nicht mehr da wohnt, nicht mehr bewirtschaftet, auch nicht mehr das Recht hat, ihn zu bewirtschaften, oder dass man Pachten dann gar nicht mehr erhebt, weil oder erheben kann, sondern eben das Land einfach denen zur Verfügung stellen muss, die was damit tun, weil man sonst, wenn man keine Pacht bekommt, also es gar nicht als dieses Käufliche erlebt wird, dann ist es ja auch gar nicht mehr die Versuchung da, das auszubeuten. Also wäre das vielleicht eine Möglichkeit, in diese Richtung zu denken und da politisch etwas zu bewegen? Darf ich so eine kurze Verkomplizierung noch dranhängen? Ich bin eine, also ich denke ja, ich bin Teil der Lösung, ich bin hier Teil des Problems. Ich erbe 15 Hektar von meinem Vater als Land und ich bin gerade dabei, da Hecken zu pflanzen, es irgendwie in eine wilde Weide zu überführen mit allen möglichen Leuten und bin da umgeben von einem Biohof, aber auch ganz vielen Leuten, die es weiter pachten wollen, als die, die das Land bewirtschaften, aber in einem System, wo sie ganz klar sagen, was soll dieser Schwachsinn, ich muss hier Lebensmittel produzieren und zwar so intensiv wie möglich. Das ist ja auch nochmal die Frage, wie dann die Bewirtschaftenden das in einem gemeinwohlorientierten, klimaresilienten Modus tun würden. Das würde ich gerne noch dranhängen und dann an Eva, die Lösung bringen muss. Ja, also ich glaube, sowohl ich als auch Feli haben das ja schon angedeutet, dass es eigentlich genau in diese Richtung gehen müsste. Und ich würde gerne nochmal die zwei Begriffe zusammennehmen, die ich da gebracht hatte, Freiheit und Wohlstand. Es wird ja dafür argumentiert, das Land in Privateigentum und auch verkäuflich und so weiter zu haben, um Wohlstand zu generieren. Wie gesagt, ich finde es tatsächlich, also wir müssen viel mehr darüber reden, aber da habe ich Sie sicher alle an Bord, was Wohlstand ist, worin der genau besteht. Nur könnte man jetzt natürlich sagen, das, was damit eigentlich gemeint ist, und das hatte Feli ja auch schon gesagt, mit den, der Landwirt, der eigentlich das Land bearbeitet, das sehen wir, das hat real einfach nicht funktioniert. Und deswegen müssten wir es anders übersetzen. Ich hatte jetzt eben gesagt, mit dem, was auch daran ja mit anknüpft, eigentlich sowohl sowas wie Ernährung als auch dann die Ökologie da eigentlich mit reinnehmen und hier unterschiedliche Formen finden. Wie die dann genau aussehen, Feli hatte ja schon einiges genannt und hier gibt es ja auch schon die Lösungen, um tatsächlich das umzusetzen, zu sagen, wir wissen ja eigentlich oder wir denken schon, dass es richtig ist, eben verantwortungsvoll mit diesen Dingen umzugehen. Und jetzt brauchen wir Strukturen, die das auch so machen. Nur eine ganz kurze Randnote noch, die vielleicht auch interessant ist und ist aber verkompliziert. Immanuel Kant, der häufig auch so als eine der Gewährsfiguren für das Privateigentum genannt wird, weil er in seinem Text stehen hat, dass man darüber verfügen können soll, wie, also nach Belieben steht da, das ist nicht verantwortungslos gemeint, sondern nach Belieben. Warum hat er das gesagt? Das ist ein antikoloniales Argument gewesen damals. Tatsächlich zu sagen, auch die Nomadenvölker verfügen über ihr Land. Es muss nicht so sein, dass die Verfügung an möglichst produktiv geknüpft ist, sondern das kann auch eine andere Form von Produktivität sein. Und diese Idee, dass es unterschiedliche Formen von Wohlstandsvorstellungen und dann auch entsprechenden Bewirtschaftungsformen gibt, die ist, glaube ich, sehr wichtig. Die bedeutet aber auch, wir müssen entscheiden können, wie das aussieht. Ob man das dann jetzt im Modus des Privateigentums tut oder ob das andere Formen viel besser können, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber hier, also vielleicht schon nochmal so der Gedanke, verfügen können ist schon auch sehr wichtig, dass einem niemand sagt, wie man verfügen sollte, muss. Wow, danke schön. Direkt Feli und dann sammeln wir die beiden Fragen. Ja, ich kann die Frage nicht direkt beantworten, wie soll es sein, aber wie könnte man darüber nachdenken? Und mir war es wichtig, im Vortrag aufzuzeigen, wenn wir diese
Idee aufbrechen, dass Eigentum eigentlich sozusagen dieses Subjekt, dieser Herrscher über das Objekt, den Boden ist, sondern eben eine gesellschaftliche Beziehung, die sehr viel komplexer ist, als wir uns gerne vorstellen, nämlich es sind eigentlich Bündel an Rechten, verpachten, zerstören, verfügen, nutzen. Es sind oft Bündel an Eigentümern, die eine Fläche besitzen in Unternehmensverflechtungen. Es sind oft Bündel an Flächen, die einem Eigentümer gehören. Und noch, was vorher auch angesprochen wurde, auch das Gemeingut, das Ökosystem ist eigentlich ein verflochtenes Ökosystem, das man nicht abgrenzen kann. Und wenn man sozusagen sich dieser Komplexität bewusst wird, dann kann man fragen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, welche wollen wir wählen? Wir können einmal sagen, wir wollen weniger starke Privateigentumsrechte, damit sozusagen die öffentlichen Regulierungen stärker werden. Also es ist ja schon die Idee, dass es in Inhalte und Schranken des Eigentums vom Staat gestaltet werden. Und wenn der Staat sozusagen stärkere Schranken regelt, dann kann man mit dem Privateigentum weniger willkürlich belieben. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, vielleicht stärkere Verpflichtungen für Eigentümer, für Landeigentümer zu machen, die vielleicht Landwirte ohnehin schon machen, die nachhaltig wirtschaften und die damit Eigentum als sozusagen Investitionsobjekt praktisch nicht mehr lohnenswert machen. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, nee, Eigentum ist fein so, aber wir wollen eigentlich Eigentum nur noch für bestimmte Institutionen. Da gibt es solche, die sagen, wir brauchen Verantwortungseigentum, also wir brauchen eine neue Rechtsform, wir brauchen alternative Bodenträger, die sozusagen das Eigentum verwalten, damit sich die LandwirtInnen um nichts mehr kümmern muss, was dieses Bodeneigentum betrifft und einfach ihre Hauptarbeit machen können, nämlich Land nachhaltig bewirtschaften und resilient für den Klimawandel machen, den Klimawandel nicht verstärken, die Ökosysteme schützen und ihre Leistungen beziehen. Und dann gibt es natürlich eben auch noch diese Idee des Rechtes der Natur, was Eva schon erwähnt hat. Also sprich, man kann in ganz viele Richtungen gehen, wenn man das erstmal aufdröselt. Und ich glaube, das müssen wir in Zukunft auch weitermachen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war schon ein wunderbares Schlusswort, ein Arbeitsauftrag. Aber wir haben hier noch 4 Wortmeldungen und 5 Minuten. Ich würde versuchen, die beiden dort, Stefan, Bernd Schmitz, ganz kurz. Und Sie hatten sich noch gemeldet. Alle anderen kommen in die nächste Diskussionsrunde, sonst schimpft die Stiftung und die Kaffeepause fällt aus. Andrea behält das Mikro. Jeder hat eine knappe Minute. Und dann machen wir hier nochmal eine Schlussrunde. Ja, mit dem Hinweis, das ist alles ja im Grundgesetz angesetzt. Da steht ja, Eigentum ist da möglich, aber verpflichtet, dass mehrere Regeln Gesetze. Und danke für den Auftrag, dass wir diese Gesetze jetzt einfordern. Bitte, Andrea. Ich wollte einmal ganz kurz noch auf den Beitrag von Titus Werner reagieren, weil ich glaube, da ist eine gefährliche Vermischung drin zwischen der Kritik an wer nichts arbeitet, darf nicht essen und irgendwie Konzentration von Kapital aufgrund von irgendwie vererbten Eigentum und so weiter. Also ich glaube, das ist auch dann die Frage für uns, wie wir da kritisieren, ob wir dann immer davon reden, ja, die kriegen ihre Pacht, obwohl sie nichts dafür tun, oder ob wir eher sagen, es gibt einige wenige Leute, bei denen konzentriert sich da sehr viel für. Also es geht ja nicht darum, dass wir allen Menschen absprechen, irgendwie, selbst wenn sie aus verschiedenen Gründen jetzt nicht groß Leistungen erbringen, trotzdem was zum Leben haben dürfen. Ne? Und das müssen wir, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie wir da unsere Kritik äußern, darstellen. Und das andere ist, was mich in dieser Philosophie vom Bodenbesitz oder Bodeneigentum ich eben auch spannend finde, sich zu fragen in Bezug auf diese alternativen Bodeneigentumsträger, die wir jetzt auch haben, so sich die Frage zu stellen, was für Arten von Eigentum werden da jetzt gerade eigentlich geschaffen? Es geht irgendwie um Wegkommen vom Privateigentum, geht es hin zu Gemeineigentum, geht es hin zu Nichteigentum? Was ist wünschenswert? Wie steht es im Verhältnis zueinander? Das fände ich irgendwie total spannend auch nochmal. Ich glaube, dafür brauchen wir den ganzen Rest der Tagung. Andrea, du musst das Mikro behalten, sonst kommen wir nicht durch. Wollt ihr Kaffee und alle hören? Bitte, ganz kurze Fragen. Danke. Ja, Frau Dr. Sommer, Frau Dr. Weiler, vielen Dank für die Vorträge. Die waren sehr informativ. Meine Frage ist, es gibt so viele familiär geführte landwirtschaftliche Betriebe, die haben ein massives Problem mit der Nachfolge. Ein extrem massivstes Problem. Ja, und deshalb gibt es unter anderem auch so viele Höfe, die einfach sterben. So, meine Frage ist, wenn ich jetzt sage, Frau Dr. Sommer, Frau Dr. Weiler, ich möchte einen Hof übernehmen, ich bin extern, so, und möchte den Hof übernehmen, können Sie mir ein Konzept
vorlegen, was die finanzielle, die rechtliche, die ökologische Seite betrifft. Also ein Konzept, damit ich zum Beispiel einen Hof übernehmen kann. Ja? Und zum Beispiel, dass die Altenteiler zum Beispiel noch auf dem Hof verbleiben. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt. Viele Altenteiler wollen auf dem Hof verbleiben, wollen eventuell verpachten. Können Sie mir da ein Konzept anbieten? Und dazu wenn nicht, der Nachmittag und wenn nicht, der Tagung. Und wenn nicht, an wen könnte ich mich wenden, wenn ich das da machen wollen würde? Ja, an die danke. Tagung heute, die Beispiele werden vorgestellt, die angehobenen Arme, Kulturland, Acker sind und gerade Biobodengenossenschaft und so weiter. Stefan nochmal und Sie waren das und Ben Schmidt, ja, bitte. Kann man nicht konkret in ein Gesetz reinschreiben, das wäre ganz, ganz wichtig, dass außerlandwirtschaftliche Investitionen nicht auf landwirtschaftlichen Flächen sein dürfen. Wir hatten das Problem im Hamburger Umland, den Milchbetrieb Jags, der wurde von dem dortigen Pächter verjagt praktisch, musste nach Pinneberg gehen und mit seinen 150 Tieren, die er sehr gut gehalten hat, auch ein regionaler Milchversorger. Und das müsste konkret rein, außerlandwirtschaftliche Flächen, außerlandwirtschaftliche Investoren, nicht auf Landwirtschaftsgebiet. Und zum Recht Natur, da gibt es ja also eine Initiative, www.rechtenatur.org, da kann man unterschreiben und diese Gruppe möchte das in das Grundgesetz einbringen, genauso wie in Neuseeland. Vielen, vielen Dank. Der Bauernhof wird jetzt von einem reichen Immobilieninvestor bewirtschaftet, der Pferde hält. Ben Schmitz. Ja, vielleicht muss ich noch mal gerade kurz darauf hinweisen, die staatlichen Flächen über die BVVG sind hauptsächlich an den Investoren gegangen, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Und die ABL hat sich ja stark gemacht dafür, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, da müssen wir erstmal ganz, ganz wichtig gucken, dass solche Dinge nicht noch weiter passieren. Und zum aber anderen man kann, ganz kurz, aber man kann das ja auch mal als einen Erfolg der ABL und all der Landwirtinnen und Landwirte der Gesellschaft, die sich eingesetzt haben, sagen, im Moment wird es anders gemacht. Nach einem langen Verkauf, jetzt wird es nur noch verpachtet. Ne? Das ist ein Erfolg der Leute, die hier sind und die sich mit dafür eingesetzt haben. Und wenn man schaut, wenn 60% der Fläche in Brandenburg Investoren gehören, ist es für mich eine Katastrophe. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Wenn wir über Eigentum von kleinen Betrieben, Familienbetrieben sprechen, glaube ich, muss das sehr differenziert betrachtet werden. Für uns ist das auch eine Frage von Existenz. Und für ganz viele Betriebe auch eine Grundlage dafür, dass sie sich Geld leihen können heutzutage. Also ist es eine Spekulationsinvestition oder ist es eine Grundlage für eine Existenz? Ich glaube, da müssen wir ganz genau hinschauen. Ganz herzlichen Dank. Die letzte Frage vom Herrn in Blau. Wenn ich Frau Sommer richtig verstanden habe, hat sie versucht, den Aspekt zu verschieben von der Frage, wem gehört das Land, hin zu der Frage, wie müssen unsere Institutionen eingerichtet sein, damit es sinnvoll übertragen werden kann. Und ich glaube, es gibt einen Aspekt daran, der da dazugehören würde. Das ist die Tatsache, dass wenn ich meine Kiste von meiner Solawi kriege, dann ist die nach einer Woche aufgebraucht. Und ich kriege nächste Woche wieder eine. Und das geht sofort, zum Glück. Und beim Land ist es eben so, es ist nie aufgebraucht. Also ich kann es durch schlechte Bewirtschaftung ruinieren, ich kann es auch heben in seiner Qualität, aber das Land an sich ist nie aufgebraucht. Und jetzt ist die Frage, können wir tatsächlich ein gleiches Tauschmittel auf die Dinge anwenden, die wir verbrauchen, wie auf die Dinge, die wir nicht verbrauchen können oder gar nicht verbrauchen wollen, sondern eigentlich in ihrer Qualität heben wollen. Ich glaube, das ist eine große Frage, die noch im Hintergrund steht. Die wollte ich nur ganz kurz noch mit in die Pause schicken. Wow, das große Kunststück, jetzt zwei Schlussworte zu finden, mit dem Hinweis, dass wir am Nachmittag ja viele Lösungen, vor allen Dingen auf die Solawis direkt bezogen, noch länger diskutieren werden. Wer mag denn anfangen mit der Wucht der klugen Fragen? Feli fängt an. Ja, vielen Dank. Ich hatte mir eigentlich noch mehr Debatte erwartet wegen meiner Familien, wegen der These zu dem Familienkonzept.
Und vielleicht da nochmal zu auch den Themen eben Hofnachfolge und eben auch Altenteil. Genau, das ist auch ein Problem, ne? Wenn die Höfe übergeben werden sollen, wie kann man, dann ist in derzeit eingeschrieben, es gibt keine staatliche Rente für den Landwirt, das muss eigentlich sozusagen von der Familie übernommen werden oder Land muss verkauft werden. Also auch da ist ein Familienkonzept eingeschrieben, was eigentlich nicht hilft, genau einen Betrieb weiterzuführen, der nicht von den Kindern weitergeführt wird. Also genau, zu den Konzepten. Ich denke genau, dass Kulturland, EG, Ackersyndikat, dass da ganz viele Konzepte wären, wie man Land sozusagen für LandwirtInnen bereitstellen kann. Und natürlich ist Land auch wichtig, weil man darüber Investitionen tätigen kann. Und da wäre aber auch die Frage, kann man das vielleicht anders als über Privateigentum? Aber irgendwie muss es passieren, das auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich auch noch mal auf diesen Punkt der Leistung aus, und zwar zwei Dinge dazu. Wir haben über die Geschichte Leistung sehr unterschiedlich definiert. Also um mal mit einem sehr allgemeinen Vorurteil aufzuarbeiten, auch die Aborigines haben Landwirtschaft betrieben, nur die Siedler haben sozusagen nichts, was nicht mit Pflug und Kühen zu tun hat, nicht als Landwirtschaft definiert. Die Landwirtschaft war nachhaltig, war Permakultur, war Wurzeln und Gräser. Und wir müssen auch zu einer anderen Vorstellung von Produktivität kommen, die das Gemeingut Boden nachhaltig bewirtschaftet. Und die Idee ist, dass die Privilegien, die wir derzeit mit Landeigentum haben, die Steuerbefreiung, die sozusagen große Privatsphäre in Form von Intransparenz, dass die sozusagen denen zugutekommt, die das machen. Da geht es sozusagen nicht darum, dass wir sozusagen die Leistungslosen kritisieren, sondern es geht darum, dass derzeit das Problem ist, dass dadurch die Abhängigkeit und der Handlungsspiel größer und der Handlungsspielraum kleiner von denen wird, die Landwirtschaft bestmöglich betreiben wollen. Und deswegen müssen wir auf diesem Weg schauen, wie können wir Land besser verwalten. Ein letztes Wort dazu zu meinem Forschungsprojekt, weil das vorher angekündigt wird. Da beschäftigen wir uns auch mit ganz vielen anderen Bodendaten. Wir haben zum Beispiel B-Pläne digitalisiert und mit NLP ausgewertet, mit Data Scientists, um mal Städten und Regionen zu zeigen, wie managt ihr eigentlich eure Flächen mithilfe dieser Regulierung. Und die waren total baff. Wir arbeiten jetzt mit einer Region zusammen, die sehen zum ersten Mal, wissen wir, wie wir mit Flutrisiko, mit Nachhaltigkeitsthemen umgehen. Und wir haben so einen riesen Fleck, was das Thema Nachhaltigkeit und Boden betrifft. Und da können wir einfach noch richtig viel machen, auch mit Dateninfrastrukturen übrigens. Vielen, vielen Dank. Planung muss das nächste Thema sein, weil sich da ganz, ganz viel entscheidet. Und kommen Sie direkt mit. Es gibt ja Netzwerke zwischen Naturschützern, Planern und Windenergiebranche. Da müssen wir Sie noch mit dringend reinnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Eva Weiler. Ja, nur ganz kurz auf die Fragen, die jetzt auch noch mal zu den Eigentumsformen waren. Ich würde, glaube ich, gerne betonen, dass ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich bewusst zu sein, Eigentum ist ein Mittel, wie Dinge organisiert werden. Eigentum ist nicht an sich. Das heißt, wir müssen gucken, welche Formen sind die besten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich glaube, es geht vor allem darum, die Ziele zu definieren und zu definieren, wer darin welche Rolle spielen soll, welche Verantwortung hat und wer das am besten lösen kann. Und auch würde ich auch gerne betonen, ich glaube, dass es da regional große Unterschiede geben kann, was wo sinnvoll ist bei Eigentumsstrukturen. Das hängt dann davon ab, wie die Eigentumsverhältnisse momentan sind, wie sie dann besser gestaltet werden können und so weiter. Das dazu. Die letzte Frage ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass auch hier wieder das Problem anklingt, wir nehmen Dinge wahr, die da sind. Wir nehmen Dinge wahr, die wir kaufen. Also wenn wir in den Laden gehen, dann kaufen wir, wie Sie gesagt haben, die Kiste kommt halt. Wir gehen in den Laden, da sind Dinge da. Ich glaube, es braucht hier tatsächlich, und das wird eine unglaublich schwere Aufgabe, ein Bewusstseinswandel, dass nachwachsende Rohstoffe sind und dass Bewirtschaftung eben nicht heißt, ich nehme eine Fläche und ziehe da was raus, sondern ich bewirtschafte die so, dass die Fläche
langfristig erhalten wird. Das ist, glaube ich, aber ganz wenig Leuten klar. Und deswegen glaube ich auch die Frage, ob es dafür nicht eigentlich unterschiedliche Formen auch bräuchte und vielleicht auch tatsächlich unterschiedliche Tauschmittel, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und zentral. Und ich glaube, wir haben momentan noch keine guten Antworten. Aber dafür 20 neue Forschungsfragen und die Frage, wie können wir dieses ganze gemeinsame in diesem Raum vorhandene Vorwärtsdenken in eine politische Debatte einspeisen, in der ja zurück in die Zukunft demonstriert wird auf den Straßen und das mit sehr, sehr viel Zorn und vielleicht ganz wenig Offenheit. Wie kommen wir da weiter? Wir nehmen mit aus dieser Runde jetzt mal die einfachen Fazite neben den Fragen, aber die Intransparenz der Eigentumsverhältnisse, der Besitzverhältnisse am Boden ist ein Skandal, das muss geändert werden. Wir nehmen mit, wir brauchen ganz dringend neue Formen, nicht nur Vorstellungen von Eigentum und Besitz, sondern auch von der Leistung, wie das definiert wird, neue Tauschmittel. Wir nehmen mit, dass diese ganzen Vorstellungen historisch gewachsen sind, der Familienbetrieb, der jetzt instrumentalisiert wird und gute Lösungen behindert, ohne dass uns das eigentlich klar ist. Und wir brauchen so eine Art Gemeinwohl- und Ökologiepflichtigkeit des Eigentums. Das ist, glaube ich, jetzt für alle der Konsens gewesen, was vielleicht so einfache Pressemitteilung sein könnte. Und die Forschungsfragen lösen wir am Nachmittag mit ganz vielen tollen Menschen, die an konkreten Lösungen unter ganz, ganz schwierigen Umständen arbeiten. Und ich freue mich auf die Lösungen und den positiven Ausblick und entlasse jetzt alle mit großem Dank an Eva und Felicitas in eine kurz gewordene Kaffeepause. Bis gleich.